Man stelle sich das einmal vor, das eigene Haus brennt, die 112 wird gewählt, doch es kommt keine Hilfe. Auch wenn die Lage in Jeserich derzeit noch nicht ganz so kritisch ist, die Personalsituation ist brenzlig, sagt Ortsbrandmeister Carsten Groth. Wie fast alle freiwilligen Feuerwehren im Bundesgebiet ein erhebliches Personalproblem in letzter Zeit. Das hat sich also äußert sich so, dass wir am Tage also sehr schwer unsere Einsatzstärken halten können. Es ist eskaliert im letzten Jahr, dass wir also nicht mehr ausrücken konnten, weil nur noch zwei Kameraden zu einem Einsatz erschienen sind. Dabei ist die Freiwillige Feuerwehr in Jeserich eigentlich gut aufgestellt. Insgesamt 30 Kameraden leisten Freiwilligendienst. Es gibt sogar eine Kinderfeuerwehr. Doch während nachts gute Manpower vorhanden ist, wird es tagsüber dünn. Also hier bei uns ist es ein demografisches Problem. Die Leute schlafen hier, sind also auch nachts hier, aber sind am Tage oftmals in den umliegenden Städten in Berlin, in Potsdam, manchmal sogar in die andere Richtung, Richtung Magdeburg unterwegs und stehen uns am Tage eben nicht zur Verfügung. Aber ich weiß, wir haben hier im Ort auch viele Schichtdienstler, auch viele Leute, die Urlaub haben. Und ich habe mir überlegt, dass wir hier auf Masse setzen. Je mehr Leute ich in der Wehr habe, desto mehr haben davon auch mal Urlaub oder sind auch mal so am Tage da, auf die wir dann im Einsatzfall zurückgreifen können. Höchste Zeit für die Freiwillige Feuerwehr in Jeserich, sich was einfallen zu lassen, um auf interessante Weise neue Kameraden in die Feuerwehr zu locken. Dazu wurden Unmengen an Trinkflaschen mit Löschwasser befüllt und zusammen mit einem Flyer an alle Jesericher Haushalte verteilt. Eine klare Botschaft der Feuerwehrleute: Wenn es brennt, muss man eben selber löschen. Die Feuerwehr schafft es halt nicht mehr. Eine gezielte Übertreibung, um auf das Personalproblem aufmerksam zu machen. Hier ist eine Flasche Löschwasser, da habe ich noch einen kleinen Flyer drin. Wir sind leider zu dem Schritt gezwungen, weil wir momentan leichte Personalsorgen in der Feuerwehr haben. Okay. Und deswegen müssen wir unsere Bürger hier ein bisschen mit Löschwasser versorgen, damit sie notfalls selbsttätig werden können. Nee, das war ein Spaß, wir haben wirklich Probleme. Ein normales Plakat aufzuhängen, lockt heute keinen mehr hinterm Ofen vor. Irgendwelche Zettel einwerfen, die landen im Altpapier. Und wir haben versucht, den Leuten auf möglichst kurzem, drastischen Wege quasi die Tür zu öffnen, um ihre Gedanken halt mal anders zu fokussieren. Ach Mensch, wenn die Feuerwehr nicht mehr da ist, wie löschen wir ein Feuer oder wie gehen wir mit Gefahrensituationen um? Und da ist uns die Idee eben mit dem Löschwasser gekommen. Im ersten Moment muss man sicherlich schmunzeln. Im zweiten Moment dann denkt man drüber nach und kommt ins Grübeln, weil es ja doch ein ernster Hintergrund ist. Momentan gibt es ca. 1,3 Millionen Feuerwehrmänner und Frauen in Deutschland und davon sind nur 46.000 in einer Berufsfeuerwehr. Der Rest ist ehrenamtlich organisiert. Freiwillige Feuerwehren sind somit von elementarer Bedeutung. Ja, es ist also so, dass wenn wirklich eine Feuerwehr aufgrund Personalmangels einmal nicht ausrücken kann, umliegende Feuerwehren erst anrücken, vielleicht sogar erst nachalarmiert werden müssen. Und das kann natürlich zu einer Situation führen, die zum Beispiel einen Brand erheblich verschlimmern kann, die dazu führen kann, dass Verletzungen, die vielleicht bei einem Verkehrsunfall erlitten wurden, dass die also dann eben nicht so optimal behandelt werden können. Wir haben also bei Verkehrsunfällen die goldene Stunde, also innerhalb von einer Stunde sollen die Leute eigentlich im Krankenhaus sein, die Betroffenen. Und das ist dann also schwer einzuhalten, zumal wir ja auch noch nicht wie eine Berufsfeuerwehr erst alarmiert werden müssen und uns erst einsatzbereit werden müssen, um dann erst zum Einsatzort zu kommen. Also wir sind schon immer etwas langsamer als eine Berufsfeuerwehr und durch eine Wehr, die nicht ausrücken kann, können also wirklich schon drastische Folgen entstehen. Christian Nünsch ist erst kürzlich nach Jeserich gezogen. Er spielt mit dem Gedanken, sich bei der Freiwilligen Feuerwehr anzumelden. Und damit ist er nicht der Einzige. Man muss immer nachdenken, was passiert, wenn das eigene Haus in Flammen steht und wenn dann keiner da ist, um zu löschen. Von daher ist es gar nicht so abwegig zu sagen, okay, wenn es brennt, dann warum sollte ich mich da nicht auch engagieren und mitmachen. Ich werde mal gucken, dass ich beim nächsten Termin mal mir das alles anschaue und erklären lasse. Die skurrile Löschwasseraktion der Freiwilligen Feuerwehr in Jeserich sorgte mittlerweile bundesweit für Schlagzeilen. Denn es kann natürlich nicht sein, dass man beim Wohnungshausbrand selbst zum Schlauch greifen muss. Die Leute sind alt genug, um zu wissen, dass sie mit 0,5 Liter Trinkwasser nicht unbedingt einen Wohnungsbrand löschen können. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es so weit kommt, dass jemand diese Flasche nimmt. Also woher kommt der Gartenschlauch? Aber die große Hoffnung bleibt natürlich, dass wir weiterhin dass alle Freiwilligen Feuerwehren weiterhin ihre Einsatzbereitschaft behalten und dass wir auch weiterhin schnell Hilfe leisten können. Ohne die ehrenamtlichen Feuerwehrleute könnten unsere Städte und Gemeinden die Gefahrenabwehr nicht umfassend sicherstellen.
Die Kameraden opfern viel Zeit, um im Ernstfall vor Feuer und anderen Gefahren zu schützen. Es ist ein guter Weg, in einer eigenen oder in der freiwilligen Feuerwehr des Ortes mitzuwirken. Kameradschaft ist natürlich da, das ist ein Selbstgänger, das ist in jeder Feuerwehr so. Aber es gibt ein gutes Gefühl, wenn man helfen kann. Die Aktion zeigte auch gleich erste Erfolge. Bis heute konnten 6 neue Mitglieder geworben werden. Einer ist eingetreten, 2 weitere kommen noch dazu. Das ist auch dringend notwendig, denn die Einsatzfähigkeit der Wehr steht gerade tagsüber auf dem Spiel.